und herzlich willkommen bei den Haas Steuernachrichten. Heute mit einem Urteil zur verspäteten Abgabe von Steuererklärungen, einem erbschaftssteuerlichen Fall zur Anwachsung eines KG-Anteils und um die Zurückweisung von Einsprüchen zu den Zinsfestsetzungen. Der Kläger Helmut reichte am 30.12.2019 für das Streitjahr 2012 seine Einkommensteuererklärung beim Finanzamt ein und beantragte die Einkommensteuerveranlagung für 2012. Es handelt sich um eine Antragsveranlagung, für die die Festsetzungsfrist bereits am 31.12.2016 abgelaufen war. Das Finanzamt lehnte die Durchführung der Einkommensteuerveranlagung daher ab. Aufgrund von geänderten Einkünften aus Gewerbebetrieb, die Helmut nachträglich anführte, ergab sich doch noch eine Pflichtveranlagung, für die der Ablauf der Festsetzungsfrist erst der 31.12.2019 war. Doch leider war Helmut am 30.12.2019 auch damit zu spät, denn der BFH entschied jetzt: Für die Wahrung der Festsetzungsfrist ist der Zeitpunkt maßgeblich, in dem der Steuerbescheid den Bereich der Finanzbehörde verlassen hat. Auf den Zeitpunkt, in dem eine Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht wurde, kommt es daher nicht an. Dass das Finanzamt innerhalb von einem Tag, wie es in diesem Fall notwendig gewesen wäre, einen Steuerbescheid erlässt, kann wohl leider nicht erwartet werden. Vier Geschwister waren mit ihrer Mutter zu gleichen Anteilen Gesellschafter einer KG. Laut Gesellschaftsvertrag dieser fünf Gesellschafter scheidet bei Tod eines Gesellschafters dieser aus der KG aus und die KG wird ohne seine Erben fortgesetzt. Den Erben steht natürlich ein Abfindungsanspruch zu. Die Mutter starb in 2012 und dementsprechend erhöhte sich der Anteil der verbleibenden vier Gesellschafter durch Anwachsung auf 25%. Die vier Geschwister waren auch Erben der Mutter und somit stand ihnen laut Berechnung gegen die KG eine Abfindung in Höhe von 2 Millionen Euro zu. Der Wert des Gesellschaftsanteils der Mutter, der betrug allerdings nur 1,2 Millionen Euro. Einer der Geschwister beantragte jetzt den Ansatz eines negativen Erwerbs in Höhe von 200.000 Euro in der Erbschaftssteuererklärung. Doch der BFH lehnte das ab. Der Abfindungsanspruch ist als Erwerb von Todeswegen anzusetzen. Ein negativer Erwerb ist nicht anzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 8. Juli 2021 entschieden, dass die Verzinsung in Höhe von 0,5% pro Monat für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 mit dem Grundgesetz unvereinbar ist. Es hat aber gleichzeitig eine Fortgeltungsanordnung für Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 getroffen. Das heißt, für Verzinsungszeiträume bis 2018 bleibt es bei 6% pro Jahr. Laut Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder werden daher alle am 29.11.2021 anhängigen und zulässigen Einsprüche gegen die Festsetzung von Zinsen gemäß § 233a AO für Verzinsungszeiträume vor dem 01.01.2019 zurückgewiesen. Lediglich für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019. Da hat das Bundesverfassungsgericht die Anwendung des § 233a AO mit einem Zinssatz von 0,5% pro Monat untersagt. Da muss der Gesetzgeber jetzt nachbessern und eine verfassungskonforme gesetzliche Neuregelung schaffen. Das war's für heute. Weitere interessante Themen finden Sie auf unseren Social-Media-Kanälen. Freuen Sie sich noch auf unsere Weihnachtsfolge bei den Steuernachrichten, bevor wir uns dann ins nächste Jahr verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.